Hallo, liebe Zuschauer. Das soll ein Sonderbericht sein zu einem aktuellen Fall hier auf Koh Phangan. Vor einigen Tagen ist hier ein tödlicher Unfall geschehen mit einem 7-jährigen Jungen. Der ins Wasser gegangen ist und ist eben leider mit einer Würfelqualle zusammengekommen. Hier muss ich aber sagen, er hat sich nicht also vorschriftsmäßig verhalten. In dem Bereich, wo er ins Wasser gegangen ist, waren auch Netze gespannt, damit die Würfelqualle. Ich zeige jetzt hier mal im Video, wie so eine Würfelqualle aussieht. Da sieht man mal so ein bisschen die Proportionen mit einem Taucher. Die ist also schon ziemlich groß. Die hat 2 bis 3 Meter lange Tentakeln und ihr Gift reicht aus, um Menschen 200 bis 250 Menschen zu töten. Aber wie schon gesagt, er hat sich nicht an die Vorschriften gehalten. Er ist also einfach so ins freie Wasser reingegangen und hat die Hinweisschilder nicht gelesen. Natürlich sind jetzt viele Touristen dadurch verunsichert. Aber hier muss man sagen, die Quallen, die gibt es überall, die gibt es im Mittelmeer. In Australien habe ich sie kennengelernt, da sind die Strände 3 Monate gesperrt. Aber ich möchte hier mal drauf eingehen, auf einige Fragen. Zu welcher Jahreszeit kommen denn diese Quallen hier vor? In Koh Samui und Koh Phangan. Dazu habe ich hier einen Bericht rangeholt, der ist von 2016, das ist ein wissenschaftlicher Bericht, was denn jetzt mit den Quallen hier ist. Und ein wesentlicher Punkt, der für alle Touristen sehr interessant ist, also die Quallen kommen vorwiegend in den Monaten August, September und Oktober vor. Im August zu 33% und das fällt dann ab auf 20% im Oktober. Ja, und diejenigen, die Interesse an diesem Bericht haben, unter dem Film, in der Beschreibung, da ist der Link zu meiner Webseite, My Koh Samui Thailand. Und da könnt ihr den auch downloaden und ich werde den Ordner Würfelquallen nennen und werde dann auch noch andere Informationen da reinbringen, ein paar Bilder und so, wie die aussieht, damit ihr euch, statt, wenn 25 Seiten sind das, auch noch durchlesen können. Okay, da muss man sich also drauf einrichten. Hier gibt es ja nicht nur giftige Quallen, es gibt ja auch Kobras und andere tödliche Lebewesen. Aber wenn man sich damit befasst, dann ist das gar nicht mehr so gefährlich, weil man sich auf die Gefahr einstellen kann. Was ich aber noch ansprechen möchte, das ist der Notfall. Wenn man von so einer Qualle kontaktiert wird, dann gibt es sehr wohl eine Möglichkeit, sage ich mal, wenn man rechtzeitig bei demjenigen ist, dem zu helfen. Ansonsten innerhalb von 2-3 Minuten ist derjenige bewusstlos, weil dieses Gift in die Blutbahn reinkommt und auch eben das Herz, die roten Blutkörperchen und Zellen zerstört. So, was muss man haben? Ich zeige hier mal was ganz Wesentliches. Das hier, eine Flasche Essig. Die bekommt man hier in jedem 7-Eleven, überall bekommt man diesen. Da macht man einfach den Salat mit an. Er muss also eine Konzentration mindestens von 5% haben. Sollte man also einen Kontakt haben mit so einer Qualle, dann wird dieser Essig, die Essigflüssigkeit darüber gekippt und man pickt mit einem Gegenstand, mit einer Pinzette oder man hat hier Stäbchen, wo man mit isst, zieht man die ab. Auf keinen Fall sollte jetzt Rasierschaum, was ich im Internet gesehen habe, Sand oder anderes da drauf gebracht werden, weil dann, hier ist mal ein Video darüber, wie die Tentakeln da rausschießen und das Gift in die Blutbahn reinbringen. So, und wenn man das gemacht hat, soll man natürlich sofort zum Krankenhaus. Aber hier verlinke ich nochmal zu einem Spezialisten, sage ich mal, erste Hilfe, wenn man mit einer Würfelqualle in Kontakt gekommen ist. So, mein Partner, den habe ich noch gar nicht vorgestellt. Hallo Ralf. Hallo Florenz. Der wartet auf der anderen Seite. Den wollte ich nämlich mal fragen, wie sieht es denn aus, wie hat sich denn jetzt die Hotelwelt hier auf Samui in Koh Phangan auf so eine Situation eingestellt? Wir haben ja den letzten Fall 2015 gehabt, das ist auch groß in den Medien gewesen, das war ja eine junge Frau von 27 Jahren, in Lamai gewesen und da hatten wir ja eigentlich bis jetzt Ruhe gehabt.
Was macht die Touristenbranche da? Also es ist so, dass die Hotels vielfach darauf reagiert haben. Also zum einen wurden Warnschilder aufgestellt am Strand. Ja, gut, meistens in Englisch. Dann sollte man wissen, dass Würfelqualle auf Englisch Box Jellyfish heißt. Ja, dann wurden, wie du auch schon angesprochen hast, wurden in vielen Bereichen die Netze gespannt, dass man einen Bereich eingerichtet hat, wo man in diesem Bereich dann eben schwimmen darf. Das heißt praktisch in diesen Netzen, wo dann auch so Bälle, also Abgrenzungen sind, damit man weiß, wie weit darf man jetzt rausschwimmen und wie weit nicht. Und es wurden auch Erste-Hilfe-Sets an den Stränden aufgestellt mit diesem angesprochenen Essig oder auch anderen Flüssigkeiten, die eben helfen, wenn man aus dem Wasser rauskommt und von einer Würfelqualle gebissen wurde. So, es wird auch grundsätzlich gewarnt, zum Beispiel auch mit Flaggen. Rote Flagge heißt, man sollte nicht ins Meer gehen. Aber nicht nur wegen der Würfelqualle, sondern auch wegen der Strömung. So, ich sag mal so, man muss jetzt das nicht ganz so eng sehen, man muss die Gefahren einfach kennen. Ja? Wer zum Beispiel im Winterurlaub fährt und fährt Ski und da kommt ein Schild, bitte nicht von der Piste abweichen, Lawinengefahr, dann werde ich eigentlich auch in der Regel nicht von dieser Piste abweichen. Und so ist es eigentlich hier, wenn da ein Schild ist oder ein Bereich, der abgegrenzt ist, dann schwimmt man nicht außerhalb des Bereichs oder ignoriert die Schilder. Ja? Also das sollte man eigentlich, egal wo man Urlaub macht, wissen, dass es Gefahren gibt. Und die sollte man einfach kennen und die auch, wenn Warnungen sind, verfolgen. Ja, ja, und wenn man, ich will nicht sagen ängstlich ist, es ist natürlich eine Todesgefahr, wenn man ins Wasser reingeht. Das kann auch schon hier vorne angehen. Ihr hört ja die Brandung. Die können also bis nach hier vorne kommen, da soll man also wegbleiben. Also eine Flasche Essig und dann habe ich hier noch was. In Amazon, das hat mir heute der Ralf zugeschickt, da gibt es ein Produkt. Das ist sowas wie ja, Lichtschutzfaktor, aber auch schützt gegen diese Quallen, ja, Nesselung. Das ist ein Nesseln, dass das also die Harpunen, die ja da, ich zeige es dir nochmal, die werden richtig rausgeschossen und gehen dann in die Haut rein. Ja, also hier schreibt der Anbieter von diesem Mittel, dass man also da schon etwas geschützt ist, wenn man in Kontakt mit einer Würfelqualle kommt. Ja, das ist so eine Art Sonnencreme, die aber speziell auch eine Essenz hat, die gegen Würfelquallen hilft. Ja? Und wie du schon angesprochen hast, dass eben die, wenn man von der Würfelqualle befallen wird, dass die Nesseln dann eben nicht auf die Haut gehen können. Es ist auch so, dass die Würfelquallen von die fernbleiben, weil da wohl ein Geruch entsteht, der diese Würfelquallen fernhält vom Körper. Ja? Gut, einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben, aber man kann vorsorgen. Ja? Ja. Also das ist kein Freibrief, jetzt einfach so ins Meer reinzuspringen. Also wir haben ja gesagt, August, September und Oktober, da muss man also wirklich aufpassen. Ansonsten hört man ja über die anderen Monate nichts hier. So, ich wünsche euch trotz alledem einen schönen Urlaub. Und der Ralf, der wartet auf eure Buchung. Wie ich schon im vorigen Film gesagt habe, denke ich ja dran, also Ende des Jahres können wir alle mit Impfung ohne Quarantäne, hoffen wir alle, nach Thailand kommen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich gönne es euch, wo ihr ja fast zwei Jahre jetzt gefesselt seid in Europa. Diejenigen, die normalerweise nach Thailand kommen, dass ihr dann wieder endlich nach Thailand kommen könnt. Okay? Ja, und hier, jetzt sind hier noch ein paar Links zu anderen Filmen, die ich gemacht habe, auch den Film, den ich da angesprochen habe mit der Würfelqualle. Die sind also jetzt hier drin und da können wir jetzt gleich weiterklicken und wir sehen uns beim nächsten Film. Tschüss, tschüss Ralf. Tschüss.